Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Galaumir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortescue als Held von Galaumir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Medieval. Ja, ich habe da jetzt schon, keine Ahnung, viel lange drauf gewartet. Es ist vor ein paar Stunden veröffentlicht worden, also rausgekommen. Muss mal ganz kurz für mich selbst leiser machen. Und ich werde auch hier mal ein bisschen, zumindest die Musik werde ich leiser machen. Wenn es zu leise sein sollte, könnt ihr ja Bescheid sagen. Aber ich glaube, ich mache nochmal eine Runde hier leiser. Weil ich hier keinen Stress haben möchte. Ja, ich habe es tatsächlich damals auf der PS1 gespielt, dieses wunderbare Spiel. Und ich habe tatsächlich sehnsüchtig auf ein Remake gewartet. Und ja, es ist da. Schön. Ich habe es mir extra vorbestellt, damit ich es heute spielen kann. Jetzt tatsächlich gestern schon spielen können. ja. Ich kam aber irgendwie nicht dazu. Es kam irgendwie eins zum anderen, dann natürlich auch Schule und so weiter. Und dann dachte ich mir, gut, okay. Scheiß drauf. Freitag ist doch sowieso der beste Tag. Der allererste Part heute wird auch schon dann hochgeladen. Beziehungsweise die ersten zwei Parts. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann immer so reinpacke. Muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug rumgequatscht. Es sind schon 7 Minuten vergangen. Ihr habt ein wunderbares Intro gesehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Oh, ich liebe die Lache. Dan Skripta, raus aus den Federn, Dan. Ihr habt anscheinend eine zweite Chance für diese ganze Heldensache bekommen. Ja, schön. Sir Daniel Fortescue, er ist auferstanden. Der Held von Gallimere, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. So, und damit sind wir im Spiel. Salem verfolgt hier gerade die Vögel. Und es ist einfach so toll. Wenn ich erstmal bedenke, wie es damals aussah, so konnte man schon mal gar nicht gucken. Davon mal ganz abgesehen. Also ich habe die Demo gespielt gehabt. Und also teilweise ist die Steuerung immer noch genauso beschissen. Aber es geht. Also nur an manchen Stellen ist es blöde. Ich muss mich jetzt natürlich teilweise umgewöhnen. Weil, wie gesagt, ich kenne das auf der PS1 und ein bisschen was hat sich verändert. Es ist aber auch vieles, was gleich geblieben ist. Aber das meiste, was mir halt gefällt, ist die Grafik. Das ist einfach der Hammer.
Man kann es sich endlich angucken. Ich hab's, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal auf der PS1 gespielt und ich dachte so, Gott, ist das Spiel alt. Ich glaube, das war auch neben Soul Reaver 1 mein allererstes Spiel, was ich je auf einer Konsole gespielt habe. Die ganzen FIFA und so weiter jetzt mal nicht mitgerechnet. So, wir gucken uns mal dieses Buch an. Ihr müsst außer Form sein nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Sehr schön. Früher musste man die Bücher noch selber lesen. ja, wir gehen hier erstmal diesen Raum hier entlang. Alle gefundenen Schätze erhöhen euer Gesamtvermögen. Mit den Münzen könnt ihr Objekte von den gierigen Gargoyle-Händlern kaufen. Okay. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Sound soweit passt. Ich habe es in der Probeaufnahme, die ich eben gemacht habe, stimmte alles. Wie gesagt, ich habe da halt nur die Musik runtergeschraubt. Also die Musik wird deutlich leiser oder wird etwas leiser sein. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe keine Lust, dass dann irgendwie ein Video vielleicht gesperrt wird und so weiter und so fort. Muss nicht unbedingt sein. Zumindest jetzt direkt am Anfang bin ich da immer ein bisschen skeptisch. In ganz Gallomere findet ihr Lebensflaschen. Sie enthalten dieselbe Magie, die euch aus eurem Schlummer weckte und holen euch erneut von den Toten zurück. Ist eure Gesundheit niedrig? Nutzt eine Flasche, um euch Linderung zu verschaffen und füllt sie auf, wann immer ihr könnt. Jo, werden wir. Hat sie nicht verändert. Ich muss mich jetzt gerade an die Vibration gewöhnen. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der Halle einen Ausgang. Zum Öffnen der Tore müsst ihr einen Runenstein finden und ihn in die kunstvolle Hand neben dem Tor legen. Also, hier dann rein. Okay. Also, ich bin froh, dass ich jetzt rennen kann, ohne irgendwelche Bugs, weil in der PS1-Version war alles voll verbuggt. Manche Waffen haben außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten. Probiert sie alle aus, um die sekundären Fähigkeiten kennenzulernen. Manche werden sofort ausgeführt. Andere müssen für ihr volles Potenzial erst einen Moment aufgeladen werden. Ich habe das Gefühl, dass Salem gleich hier... Ja, natürlich. Salem! Gut. Da ich Tastatur und Maus gerade nicht brauche, weil die Maus, da sollte sich trotzdem keiner drauflegen, muss man ganz kurz hier alles wegräumen. Meinen zweiten Controller. Cola kann auch da hinten. So, Salem. Ja, okay. Setzt du dich so hin. Passt mir zwar überhaupt nicht, aber okay. Ruft euch! Warte, wie war das? So, wir laden was auf und zack. Schön. Jetzt haben wir auch den Runenstein. Auf euren Reisen durch Gallomere werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Dort findet ihr auch das Gallomere-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Okay. Hier ist also unser Inventar. Und da ist das Gallomere, ja doch, das Buch. Freunde! Sir Danny Fortescue. Unser knochiger Protagonist, wiedergeboren in diese Zeitalter der Wunder. Im Leben war er das letzte Feigling, Betrüger, Schmetterlingsjäger oder was? Schützenjäger? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist er seit seinem Erwachen irgendwie anders. Vielleicht kann er sich rehabilitieren. Zarok sollte etwas vorsichtiger mit seiner dunklen Magie umgehen. Wir können es auch. Unser knochiger Protagonist, okay. Wiedergeboren. Huch. Also wir können es uns auch vorlesen lassen. Da
Nein, ist der süß. Morten war so froh, als Dan starb. Klar, zunächst hatte er viel Hausarbeit zu erledigen, aber jetzt hat er das Haus für sich, so wie es ihm gefällt. Es war natürlich ein Schock, als Dan ins Leben zurückkehrte, aber Morten tut, was er kann, um seinen Mitbewohner zu schützen und ihn so schnell wie nur möglich wieder unter die Erde zu schaffen. Danke. Morten war so froh, als Dan starb. Stellt euch mal vor, wie öde es sein muss, als empfindungsfähiges und weises Wesen bloß an der Wand zu hängen. Kein Wunder, dass die Kerle so mürrisch sind. Sie verbringen die Zeit mit Lauschen, Tratschen und Lästern über jeden seltsam aussehenden Abenteurer, der vorbeikommt. Ja, das würde ich auch nicht so toll finden. Okay, Gegner haben wir noch keine und hier die Erzählung über Zarok. Es heißt, Zaroks Hang zur Totenbeschwörung stamme aus der Besessenheit, seinen Hund aus Kindertagen wieder zu erwecken. Überlegen wir mal kurz. Ist das nicht tragisch? Alles, was diese arme, kranke Seele wollte, war, die Mächte der Dunkelheit zu kontrollieren, die Menschheit zu knechten und ein letztes Mal mit dem kleinen Schnuffel zu spielen. Ja, stimmt, das ist albern. Okay. So, also das gab's in der damaligen Version nicht, nur so als Info. Und es war auch deutlich schwieriger, glaube ich, zwischen den Waffen her zu wechseln. Wenn ich mehr wie das da genau war. Wie gesagt, ist schon länger her. Die Lebensleiste sah oben eigentlich auch anders aus. Jetzt hat sich auf jeden Fall einiges geändert und ich würde auch sagen, viel verbessert. Verfolgt Zaroks Spur auf seiner teuflischen Odyssee durch Gallowmere. Die Ausgänge aus seinem Reich findet ihr anhand seiner stinkenden Spur aus Zauberschleim. Zauberschleim. Okay, und hinterher. Medieval. Geht auf schmalen Wegen behutsam um. Ja, okay. Und die Karte hat sich auch nicht verändert. Also, Dens Krypta sowie der Friedhof waren beides je Stadtgebiete in der Demo. Und wir machen jetzt auch direkt weiter hier mit dem Friedhof. Der Friedhof. Schön. Schlagt ein paar wehrlose Zombies. Sie wirken vielleicht etwas unbeholfen, aber sind auch gerade erst aus einem langen Nickerchen erwacht. Okay. So. Das sollte für den Anfang noch kein Problem darstellen. Kann man. Ja, kann man. Okay. Dann wisst ihr, was ich die ganze Zeit tun werde. Adam, deine Pfote ist ein bisschen im Weg, aber sonst. Gold. Also ich weiß nicht, ob ich mich hier noch an alles erinnere. Aber ich werde mein Bestes geben. Willkommen zurück in eurem geliebten Gallowmere. Die stinkenden Toten haben sich zum Tanz mit den leblosen Lebenden erhoben und sie wollen es über eurem Leichnam tun. Okay. Sollen sie es versuchen? Aua! Also eins sage ich, im Kämpfen war ich hier tatsächlich noch nie gut. Oh, diese Händchen. Aber ich gucke mal. Ihr habt einen fetten Bauch. Okay. Aber durchgeswischt. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben der Sterblichen einmischen. Aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortescue eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft, zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Ja, und nur mal so zur Info, ich werde auf das Ding wahrscheinlich nie achten.
Selten. Ich habe einen Drang dazu, dieses Irrlicht irgendwann zu ignorieren. Also es ist nicht nervig, es redet nicht, es ist einfach nur da. Das habe ich früher schon versucht. Hallo, lasst mich da rein. Wir haben eine Erdrunde gefunden. Genau, irgendwelche Grabsteine. Ja, da. Ach, ist das schön. Hallo. Hey, ich glaube, ich habe deinen Schwanz gerade eingeklemmt. Okay, sieht so aus, als wenn man da durch könnte. Ja, Entschuldigung. Du liegst halt scheiße. Ich werde ja auch öfters auf die Pforte hauen. Hier kommen wir gerade nicht weiter. Ja, ich weiß, hier wird eine Chaosroute benötigt. Hallo. Hallo. Lasst Danke. Euch nicht von Zombies unterkriegen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Mal ganz kurz versuchen, irgendwie mal was einzugießen. Mein Glas. Hm? Ellen, wir machen langsam Fortschritte. Dein Bein ist immer noch im Weg, aber... Ja, das füllt hier das Leben wieder auf. Auch die Fläschchen, wenn wir sie oben leer haben. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mich noch an alles aus dem Spiel erinnere. Also bis zu einem gewissen Punkt weiß ich, meine ich noch alles. Aber ich glaube, gegen Ende wird es dann ein bisschen kriminell bei mir. Mit der Erinnerung. Lässt du mich da rein? Danke. Jetzt noch. Buch. Manchmal kann es nützlich sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nehmt euch ab und an etwas Zeit, um die Schönheit von Gallowmere zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Ah, L2. Okay. Ach nee. Ich weiß schon, was das da hinten ist. Ich weiß es, ich weiß es. Okay. Rücken sehen interessant aus. Wie so riesige Arme. Oder Zarok selbst. Bisschen. Das Gute ist, wir dürfen uns auch sofort bewegen. Also wie gesagt, das hier kenne ich noch alles aus der Demo. Ah, das lassen wir nochmal kurz. Wow, diese scharfen Zombies. Hui. Heidewitzka.